Ja, das waren zwei Pressekonferenzen. Die Parteien SPD und CDU haben turnusgemäß am Montag getagt. Das gibt mir Zeit, mit Ihnen zu talken, Professor Kronberg von der Universität Bonn. Fangen wir mal mit der inhaltlich etwas wichtigeren Pressekonferenz der SPD an. Es gibt eine neue Agenda Q, so wird das da ganz schlagzeilenträchtig genannt. Was hatten Sie für einen Eindruck von Andrea Nahles? Der Eindruck ist, dass das kein Schuss aus der Hüfte ist, sondern dass das Pläne sind, Überlegungen, die schon seit Wochen, wenn nicht Monaten gereift sind, von längerer Hand vorbereitet. Vielleicht auch ein Stück weit unabhängig tatsächlich von der Frage, wer wird nun der Kanzlerkandidat? Wird es Schulz oder Gabriel? Das Ganze wirkt gut durchkalkuliert. Vor allen Dingen, Frau Baltes, berührt es den Aspekt, dass man an der Leitphilosophie dieser sogenannten Agenda-Politik fördern, fordern ja ausdrücklich festhalten will. Es soll kein Rollback sein. Man will diese Agenda-Politik, die man durchaus als erfolgreich reklamiert, auch als Sozialdemokratie, nicht grundsätzlich in Frage stellen. Aber man will den Sorgen, Befürchtungen in großen Teilen der Bevölkerung, gerade ältere Arbeitnehmer, lange Jahre tätig gewesen, dann Arbeitslosigkeit, will man begegnen durch dieses Instrumentarium der Qualifikation ALGQ, Qualifikation, Weiterqualifikation. Dass das dann letztendlich den Bezug des Arbeitslosengeldes 1 verdoppeln könnte zeitlich, das nimmt man natürlich sehr gerne in Kauf beziehungsweise kalkuliert das mit ein, weil das ein Stück weit die Ängste und Befürchtungen der Menschen ihnen begegnen soll. Das scheint mir jetzt, wo es heute präsentiert wurde, in den vergangenen Tagen ist es durchgesickert, etwas zu sein, mit dem die Partei durchaus offensiv punkten kann. Zumindest sind die ersten Reaktionen, die wir gerade gesehen haben bei Herrn Tauber, nicht wirklich überzeugend. Was sagt er? Er sagt auch, Weiterqualifikation ist ganz wichtig. Wir haben einen wandelnden Arbeitsmarkt, immer mehr Technologie, Arbeitswelt 4.0. Die Menschen müssen sich fortentwickeln. Insofern sind solche Qualifizierungsmaßnahmen wichtig. Natürlich, die Fragen, die wir in der Pressekonferenz schon gehört haben, wird dieses Programm der SPD auch viele kritische Nachfragen bekommen. Wer finanziert das? Wer stellt denn sicher, dass es passgenaue Qualifikationsangebote gibt? Mein Eindruck heute ist, das lässt man an sich abperlen. Dem wird man natürlich Rechnung tragen müssen. Aber die alles übergeordnete Botschaft ist, wir haben einen anderen finanziellen Spielraum, als das vor 5, vor 10 oder vor noch mehr Jahren war. Und wir wollen das nutzen. Wir wollen hier diese empfundenen und zum Teil ja dann auch objektiv vorhandenen Ungerechtigkeit begegnen, indem wir das tun. Und insofern scheint mir das aus Sicht der Sozialdemokratie durchaus ein ganz, ganz wichtiges Wahlkampfthema zu sein. Die CDU, Sie haben es schon erwähnt, also wir haben ja auch die Pressekonferenz der CDU gesehen mit Peter Tauber, die scheinen da überhaupt nicht drauf eingehen zu wollen, obwohl es natürlich doch viele Bürger berührt, ne? Angst vor Arbeitslosigkeit, vor allem im Alter. Man wird sich anders positionieren müssen, als wir das jetzt erlebt haben, heute und in den letzten Tagen, aber heute gerade durch den Generalsekretär. Wir dürfen nicht vergessen, über die Bezugsdauer von Arbeitslosengeld 1 ist ja in den vergangenen Jahren immer wieder auch diskutiert worden. Und da hat man, darauf hat Tauber auch hingewiesen, hat man ja auch in einer großen Koalition reagiert. Es ist ja auf Betreiben der CDU seinerseits schon 2008 die Bezugsdauer Arbeitslosengeld 1 ja verlängert worden. Es ist immer eine sehr heftige Diskussion gewesen. Aber er hat im Grunde die gleichen Begriffe, Qualifikationsangebot muss da sein und so weiter, die hat er ja auch bemüht. Also insofern, da wird man diesen Plänen etwas anderes entgegensetzen müssen. Oder wir werden in den kommenden Wochen und Monaten vielleicht auch so etwas erleben, wie wir das schon mal bei dem Thema Mindestlöhne erlebt haben, wo die Union am Anfang Sturm gelaufen ist, gesagt, niemals und in einer sozialen Marktwirtschaft darf es das nicht geben. Und am Ende hat man dann mit einem semantischen Kniff so etwas gefunden, wie die Lohnuntergrenzen. Vielleicht erleben wir auch so etwas.
Denn, Frau Baltes, beide Parteien, Volksparteien, wie sie sich nennen, haben letztlich natürlich die gleichen Milieus, einen weit gefassten Mittebegriff vor sich. Es ist die Arbeitnehmerschaft, Arbeiterschaft, auf die beide Parteien sich fokussieren. Insofern würde es mich nicht verwundern, wenn man sich inhaltlich eher annähern wird, als dass man sozusagen so zwei völlig konträre Programme dann nebeneinander hat, mit denen man in die Wahl geht. Das traue ich der CDU oder der Union letztlich nicht zu. Ich glaube, gerade die CSU und ihr Vorsitzender hat sozusagen das Gefahrenpotenzial auf diesem Themengebiet für die Union schon erkannt. Heißt das eigentlich auch, dass die SPD jetzt offiziell mit dem heutigen Tag, also mit dem Vorstellen der neuen Agenda, wenn ich es mal so nennen darf, ein bisschen nach links gerückt ist auch? Zumindest ist sie das insofern, wir erleben es ja auch in den Reaktionen aus der Linkspartei und bei Grünen, aber auch dem linken Flügel der SPD, dass man sagt, richtiger Schritt, das ist genau richtig. Vor wenigen Tagen haben wir Frau Wagenknecht vernommen mit den Worten, also wenn Schulz so weitermacht mit diesem Linkskurs, dann kann das was geben mit Rot-Rot-Grün, ob Schulz das will und ob das realistisch ist, sei dahingestellt. Zeigt aber, dass hier nicht nur die Gewerkschaften, was für die SPD immer wichtig ist, dass der Schulterschluss mit den Gewerkschaften Erfolg gelingt, sondern eben die unterschiedlichen Strömungen, Flügel im Moment beieinander sind und gar aus der Linkspartei heraus man sagt, es ist nicht genug. Aber man ist natürlich weit von dem entfernt, was man in der Vergangenheit erlebt hat, dass man also hier sich heftigst bekämpft hat. Das passiert im Moment nicht, denn Frau Baltes, jenseits der Frage ALGQ und Deutschland 2025 oder Agenda 2010 wird ja über den Sommer hinweg an Martin Schulz die Frage gestellt werden, hast du denn eine Regierungsmehrheit, hast du eine Option, hast du denn Partner, mit denen du dann auch Mehrheiten finden kannst und Inhalte gestalten kannst? Und im Moment zeichnet sich ab, dass er Rot-Rot-Grün ganz bewusst eben nicht ausschließen will. Und insofern sind natürlich hier solche politischen Botschaften auch koalitionspolitisch. Ich will nicht sagen, das ist nicht sein erstes, darum geht es ihm nicht im ersten. Aber in der Folge natürlich auch nimmt er das in Kauf, beziehungsweise kalkuliert er mit ein, dass man sich hier eher annähert, als man das beispielsweise bei der Kandidatur von Per Steinbrück getan hat.